Die Chance von Tarion. Also. Das aufgedunsene Fleisch, aus dem sie bestehen, das schützt sie extrem gut vor Schaden. Was ist los? Ich tu's. Wie lautet deine Aufgabe? Vita Mortis Carion. Dein Befehl? Vita Mortis Carion. Ich werde dich. Ja? Wir können mal kurz herausfinden, sind sie böse? Nein. Sag, was du von euer Leben ist, verwirrt! Vorwärts! Woran hast du gedacht? Ich tu's. Wie kann ich helfen? Gewiss. Also ja, wir können hier weiter oder wir können hier mal auf den Steg gucken. Skalder, verlass diesen Ort, Fremde. Die Lebenden sind hier nicht willkommen. Wer seid ihr? Ich bin der Geist von Skalder, Schamalle. Vom Stamme des Wolfes. Ich starb vor vielen Jahren in einer großen Schlacht mit dem Eichstamm. Meine sterblichen Überreste wurden als Tribut an meinen Mut in diese einst geheiligte Erde gebettet. Was meint ihr mit einst geheiligt? Vor nicht langer Zeit erhob sich einer unserer Häuptlinge aus seinem Grab, besessen von einem fremden Geist. Sein Geist hinterließ ein schwarzes Zeichen auf diesem Land, wie die Spur eines Wolfes im Schnee. Ihr tragt dasselbe Zeichen. Gibt es eine Möglichkeit, dieses Zeichen loszuwerden und der Insel ihre Unversehrtheit wiederzugeben? Stellt keine törichte Fragen. Die Unversehrtheit unserer heiligen Städte ist wie die Jungfräulichkeit derer, die bei unserem toten Häuptling liegen. Ist sie einmal verloren, kann sie durch nichts wiederhergestellt werden. Verdorbener Fisch kann niemals wieder frisch sein. Was das Zeichen betrifft, findet den, der den Geist trägt. Vernichtet den Geist und ihr werdet schließlich gereinigt werden. Geht jetzt. Wir haben den ruhelosen Geist des Schamanen der Barbaren namens Skalder getroffen. Er sagte uns, wir wären auf der Toteninsel nicht willkommen. Außerdem erzählte er, dass einer ihrer Anführer, wahrscheinlich Wilfden, vor kurzem von den Toten auferstanden ist. Er glaubt, dass der Körper von einem fremden Geist besessen ist, der einen schwarzen Fleck auf dem Land hinterlassen hat. Ich habe noch mehr Fragen. Als ich gesagt habe, dass die Lebenden hier nicht willkommen wären, habt ihr mich wohl nicht recht verstanden. Also wiederholt ich es noch einmal. Geht, befleckte Fremde, oder die Geister dieser Insel werden euch in Stücke reißen. Ich gehe ja schon. Oh, Schamane. Mögen die Götter euch gnädig sein. So, Schamane ist tot. Mögen die Götter euch gnädig sein. Okay, von denen hat keiner eine Rüstung gedroppt. Ist das alles? So, dann versuchen wir uns mal wenigstens an den Geisterschamanen vorbeizuschleichen. Dies scheinen die Überreste barbarischer Schamanen zu sein. Sie wurden an hölzernen Planken festgebunden und den Elementen ausgesetzt. Hier ist noch ein Eingang. Ja, Eingang zu den Gräbern. Eisbärengeist. Der Schnee auf diesem Altar verdeckt teilweise die verblassten Blutflecken, die die graue Altaroberfläche zieren. Da geht's auch nochmal runter. Dein Befehl ist. Was mit Vergnügen? Großen Felshaufen formen die Steinhügel für gefallene Helden. Und hier gibt es auch nochmal ertrunkene Tote. Ja, es soll geschehen. Was ist los? Wie soll es geschehen? Nicht Betrunkene. Ist etwas
selber heilen, mal unsere beiden Verletzten. Das heißt, wir müssen dann als nächstes Yaldar unter der Erde suchen. Wir haben ja jetzt 1, 2, 3, 4 Eingänge. Sag, was du von mir willst. Kann ich helfen? Heil noch mal ein bisschen weiter. Vita Mortis. Da habe ich gerade einen Heilzauber verschwendet. Vita Mortis. Wie kann ich helfen? Einverstanden. Hier oben können wir auch irgendwie hin noch. Oder wahrscheinlich ist da nachher ein Ausgang aus den Gruften. Euer Ende ist nah. Wie kann ich am besten zu Diensten sein? Wie gut reagiert er eigentlich auf Säure? Naja, eher schlecht als recht. Kraftgeschoss. Warte, das hat meine Leute getroffen. Okay. Ich höre. Dieses Mal müssen Taten deutlicher sprechen als Worte. Dein Befehl. Gewiss. Ja. In Ordnung. Was, wenn es sein muss? Dieser Leuchtturm scheint nicht vom Barbaren erbaut worden zu sein. Er sieht verlassen aus. Ja. Sag was vorwärts. Also, wir haben den Leuchtturm, der nichts bringt. Wir haben die Todesnekromanten. Wir haben da noch den Bereich da oben, wo wir noch nicht hinkommen. Wir haben den jungen Ned. Hier sind Schamanengräber. Eindringlinge, Eindringlinge. Eindringlinge? Ihr seid Fremde, nicht tot und durch Böses verblickt. Geht jetzt, ihr erzürnt die Geister. Wer seid ihr? Ich bin ein Schutzgeist. Mein Körper wurde verbrannt, damit ich diese Insel vor solchen wie euch schützen kann. Ich war der Stärkste in meiner Familie, also bin ich der Anführer der Geister. Geht jetzt und ich werde euch töten. Warum wollt ihr uns vernichten? Eure Seelen sind verseucht, eure Anwesenheit auf dieser Insel erzürnt die Toten. Geht jetzt oder ich werde euch in Stücke reißen. Können wir irgendetwas tun, um es wieder gut zu machen? Ich weiß nicht, ich bin ein Tier. Um meine Stärke zu honorieren, besitze ich die Gabe zu sprechen. Ich schütze diese Insel vor Eindringlingen. Geht jetzt. Nun gut, ich werde gehen. Lebt wohl. Also gehen wir mal hier runter. Es war nur wichtig, zu lächeln und still zu halten. Verstanden.
Wie kann ich helfen? Spür meine steinerne Klinge! Okay. Einverstanden. Bereit zu neuen Tagen wird erledigt. Ich glaube, jetzt ist mal wirklich Rasten angesagt. Dein Befehl? Also rasten wir hier. Man sieht, es ist auch recht groß wieder. Und wir müssen wahrscheinlich irgendwie da oben hinkommen. Ja. Gut, Rast hat gewirkt. Was ist los, wenn es dein Wunsch ist? Gucken wir mal, ob die Barbaren... Ja, sie haben ihre... Städten mit Fallen versehen. Okay. Versetzungsumhang. Kurzschwert, dass sie nicht identifizieren können. Okay, ist auch nicht schlimm. Ich kann das machen. Nein, nicht du. Erledigt. Du. Alles? Jawohl, kein Problem. Geld und Edelsteine und... Ja, ich schände gerade Gräben. Oh, kaputte Rüstung. Praktisch. Das kommt hier, das kommt da rein. Streitachs plus 1, die kann verkauft werden. Kettenhemd plus 1 kann auch verkauft werden. Eine Keule, die so nicht identifiziert werden kann. Pfeile plus 2. Bluteisen ist ein Kurzschwert, gell? 3 Trefferpunkte bei Treffer heilen, okay. Und die Keule. Ja. Gut, okay. Ja, sag, was du von mir willst. So soll es geschehen. Okay, im Schatten verstecken, fehlgeschlagen. Schatten verstecken gelungen. Dann gehen wir mal hier runter gucken. Hier gibt es einen Weg. Ich habe einen Sohn. Sein Name ist Rache. Okay. Hier geht's runter. Nur um hier wieder hochzugehen, oder wie? Ärgerliche Gedanken. Noch eine weinende Jungfrau. Viele weinende Jungfrauen. Hier sind wir reingekommen. Das erste Mal reingekommen übrigens. Und hier ist noch ein Ausgang. Okay. Ausgang, Ausgang. Kann ich eigentlich einzeln raus? Nein. Ach, hier ist auch ein Ausgang, ne? Ja. Wie kann ich helfen? In Ordnung.
Dann erledigen wir erstmal den Einzelnen da. Immer bereit. Also, in Ordnung. Dein Bier gewiss. Kriegen unsere letzte Rüstung, die wir brauchen. Gut, dann können wir mal gucken, wo wir da rauskommen, wenn wir hier rausgehen. Oh, praktisch. Also wir sind hier drin gewesen, hier. Hier oben waren wir noch nicht drin. Vorwärts! Also ja, damit können wir jetzt gleich mal das Schild identifizieren und könnten theoretisch hier dann wieder reingehen, um unten aufzuräumen.